Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich kann man die Debatte heute zusammenfassen unter der Überschrift: Am Ende wird alles gut. Wenn ich mir anschaue, was wir nach den vielen Jahren von Debatten hier jetzt für einen Konsens haben, der doch am Ende relativ breit ist, ein Konsens dahingehend, dass Selbstanzeigen zu einem wirklich wirksamen Schwert gemacht werden müssen und so ausgestaltet werden müssen, dass sie einen Beitrag bieten und einen wirksameren Beitrag bieten zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Das ist der Kern, den wir heute beschließen. Punkt 2. Das Bankgeheimnis wird mit dem Informationsausgleich wegfallen. Auch das ist doch etwas, was nicht immer Konsens war. Und das Dritte, auch die Steuerschlupflöcher von Konzernen sollen und müssen international bekämpft werden. Das sind doch, ist doch eine gute Gemeinsamkeit. Wobei man ja bei dem einen oder anderen Beitrag auch merkt, dass der Weg dahin steinig war und auch ein bisschen holprig. Frau Kollegin Kuttler hat ja eben deutlich gemacht, welche Schwierigkeiten man auch in sich tragen kann als Abgeordnete, wenn man hier diesen Punkten zustimmen soll. Und der Versuch der Rechtfertigung des deutsch-schweizer Steuerabkommens war, glaube ich, ein Beispiel, wo man das dran gesehen hat. Aber ich will an der Stelle auch sagen, Herr Bundesfinanzminister, Sie waren ja auch in Ihrer ganzen Hartnäckigkeit hinterher, dass das deutsch-schweizer Steuerabkommen kommt. Und man muss doch, glaube ich, am Ende feststellen, dass es gut gewesen ist, dass wir Ihnen in den vergangenen Jahren mit dem Scheitern dieses Steuerabkommens den Weg eröffnet haben und die Möglichkeit gegeben haben, Ihre ganze Hartnäckigkeit für diesen richtigen Weg einzusetzen und hier gegen das Bankgeheimnis und für den Informationsausgleich einzusetzen. Das finde ich richtig gut, dass wir da jetzt gemeinsam stehen und Fehler beseitigt haben. Man muss aber, wenn man das so betrachtet, und das lassen Sie mich vielleicht noch sagen, die Angelegenheit mit dem Bankgeheimnis noch mal ein bisschen weiter zurück betrachten. Ich will hier im Hause gerne mal daran erinnern, dass es während der Zeit der rot-grünen Bundesregierung Anfang dieses Jahrtausends Finanzminister Eichel war, der einen Gesetzesvorschlag gemacht hat, um dieses Bankgeheimnis aufzuheben. Das ist damals gescheitert worden an einer Bundesratsmehrheit unter Führung eines Ministerpräsidenten, der seinen Weg in die Wirtschaft gefunden hat und den jetzt auch schon wieder verlassen musste, nämlich Herrn Koch aus Hessen. Das ist hier gescheitert, das hätte 10 Jahre früher kommen können, aber auch da will ich sagen, Herr Bundesfinanzminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sollten wir froh sein, dass wir das heute so zusammengeführt haben. Für uns Sozialdemokraten gibt es ein gewisses Gefühl der Selbstzufriedenheit an dieser Stelle, weil wir einen richtigen großen Schritt vorangekommen sind in der Steuerpolitik mit den heutigen Beschlüssen. Es gibt aber noch ein paar Dinge, die anzugehen sind. Ich will nur eins herausgreifen, das Thema der Abgeltungssteuer. Wo ich aber auch hier einen großen Konsens höre und vernehme, dass wir das Thema weiter bearbeiten müssen. Bei allen unterschiedlichen Akzenten und Betonungen, die es an der Stelle gibt. Einzig scheint mir ein offener Punkt zu sein, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Der richtige Zeitpunkt, ja, der kann natürlich nicht jetzt sein, wenn wir argumentieren und auch Sie argumentieren, Frau Kollegin André, auch Sie argumentieren, dass die Geschäftsgrundlage für die Abgeltungssteuer durch den automatischen Informationsausgleich entfallen sei. Dann ist in der Tat der richtige Zeitpunkt für die Überführung der Abgeltungssteuer wieder in die Einkommensteuer der Tag, an dem der automatisierte Informationsausgleich beginnt. Entweder 2017 oder 2018. Wenn man das erreichen will, und das ist mein wesentlicher Punkt, wenn man das erreichen will, dann muss man jetzt mit der Arbeit anfangen, meine Damen und Herren. 1. Januar 2017 liegt sogar noch in dieser Legislaturperiode. 2018 liegt sozusagen so stark am Ende der Legislaturperiode, dass wir es uns doch gar nicht erlauben können, gerade als große Koalition, in der wir eine Handlungsverantwortung haben, und mit einem Bundesfinanzminister, der hier sehr oft sehr deutlich gemacht hat, wie systematisch richtig es wäre, die Abgeltungssteuer wieder zu überführen in die Einkommensteuer, dass wir uns jetzt auf den Weg machen. Dies auch deshalb, meine Damen und Herren, weil es viele schwierige Fragen gibt, die zu klären sind. Zinseinkünfte,
Wie gehen wir in dem Zusammenhang um? Damit wollen wir wieder zurück zur Anrechnung von Werbungskosten oder bleiben, würden wir dann dabei bleiben, die Freibeträge aufrechtzuerhalten? Veräußerungsgewinne, die Spekulationsfrist ist abgeschafft worden. Wir müssen das meines Erachtens beibehalten oder auch bei den Dividenden gibt es wichtige Fragen, die sachpolitisch zu klären sind. Und deshalb bin ich sehr dafür, meine Damen und Herren, heute ist der Tag, an dem vieles gut wird. Aber das heißt nicht, dass es in Zukunft nicht noch besser werden darf. Und deshalb haben wir Aufgaben, an die wir politisch ran wollen. Wir Sozialdemokraten werden dies tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Uwe Feiler, CDU-CSU-Fraktion.